Hallihallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal PC-Check zu einem neuen Video. Es ist mal wieder soweit, Hightech-Zeit. Es wurde sich gewünscht bei mir im Livestream auf Twitch, ihr könnt auch gerne mal vorbeischauen, ab und an bin ich da mal live. Einfach die Notification einschalten, dann seht ihr halt, wann ich live bin. Das ist sehr unregelmäßig, weil ich halt in Schichten arbeite, aber ich versuche halt so oft wie möglich dann da am Start zu sein. Der wurde mir dort in den Chat reingeschickt, das ist der Extreme Zocker PC Imperator V34 Design Co-Link Unity Adapt, das ist einfach nur das Gehäuse. Für 5.399 Euro. Ich glaube nicht, dass ich bei mir in der Community Leute habe, die sich so einen Teil kaufen würden, aber ich mach's trotzdem mal. Kommen wir mal erst zu dem Bild. Das Bild ist, bis auf das Gehäuse, eigentlich fake. Ich zeige euch jetzt auch warum. Wenn wir uns dieses seitliche Bild angucken, hat erstmal ein Regenbogeneinhorn reingekotzt. Das ist aber bei Hightech mittlerweile Standard, von daher ist nichts Neues. Wer meine Videos kennt, hat das auch schon mal gesehen. Wir haben hier allerdings eine Wasserkühlung, die so nicht ganz stimmt. Das ist eine ältere Enamax Ligmax. Wir haben hier aber eine Aqua Fusion drin. Das ist jetzt nicht sonderlich schlimm, die ist auch RGB beleuchtet und so, das passt dann schon. Aber hier haben wir halt vierfach RAM-Bestückung und zwar ist das der Trident Z Neo RAM von G-Skill und der ist hier auch so nicht verbaut. Also das Teil wird auf jeden Fall so nicht aussehen, wenn es zu euch nach Hause kommt. Auch hier unten der RGB-Streifen, ich glaube, der ist optional. Naja, sie weisen auch leider nirgendwo drauf hin, ob das jetzt optional ist oder nicht. Ist schade. Starten wir mit dem Gehäuse. Das ist das Co-Link Unity Adapt. Da hatte ich die Leute im Chat auch schon gefragt, was haltet ihr optisch von dieser Kiste? Es gab zwei, drei Leute, denen hat das gefallen. Ich persönlich finde, das sieht aus wie so ein Lautsprecher, weil halt diese Mesh-Front, sag ich mal, die hier jetzt verbaut ist, aussieht wie Lautsprecher. Sehr klar. Ihr habt hier eine beleuchtete Front, das ist ganz nice. Es ist auch noch ein RGB-Lüfter im Heck vorinstalliert. Ansonsten hat der vorne auch noch 120mm vorinstalliert, der ist allerdings nicht RGB beleuchtet, aber der Airflow ist dann mehr oder weniger gegeben. Also wir haben hier sehr, sehr potente Hardware verbaut. Und das ist halt ein bisschen schwierig, damit nur zwei Lüftern zu arbeiten. Gut, ihr habt noch die Wasserkühlung dann oben drin, aber ich würde in der Front schon mehr Lüfter verbauen, gerade weil die Mesh halt nicht so ausgeprägt ist. Ihr habt ja halt vorne eine glatte Scheibe und dann habt ihr nur links und rechts die paar Schlitze. Das wird schon irgendwo funktionieren. Optisch finde ich das jetzt nicht so der Knaller, aber es muss ja auch nicht mir gefallen, sondern es ist Geschmackssache. Auf jeden Fall ist in dem Teil genug Platz. Wir können Grafikkarten verbauen bis maximal 415mm. Wenn jetzt vorne ein Radi drin wäre von der Wasserkühlung, wären es 345mm. Also rein von der Größe her passt das schon zu den Komponenten. Und das kostet 106,98 Euro bei csvdirekt.de. Der Prozessor ist ein Intel Core i9-13900KF, Taktfrequenz at 5,8 GHz. Hier flexen sie, genauso wie bei Argando mit dem Turbo-Takt. Der hat eigentlich einen Basistakt von 3 GHz auf den P-Cores und 2,2 GHz auf den E-Cores. Der kann aber halt boosten. Das ist so das Maximum. Man kann den auch noch übertakten. Es ist ein K-Prozessor, deswegen halt übertaktbar, je nachdem welches Mainboard man hat. Das F steht dafür, der hat keine integrierte Grafikeinheit. Ihr müsst das Bild dann definitiv über die Grafikkarte ziehen. Ansonsten hat der 24 Kerne, 8 Performance und 16 Efficiency Kerne beziehungsweise 32 Threads, 16 Performance Threads und 16 Efficiency Kerne. Das ist neben dem KS der stärkste Prozessor gerade auf dem Markt. Es ist einfach so. Bei so einer Preisklasse erwartet man sowas natürlich auch. Der kann sich 125 Watt TDP ziehen beziehungsweise 253 Watt. Den kann man auch über 300 prügeln. Und dementsprechend muss die Wasserkühlung auch dafür ausgelegt sein. Dann unterstützt er noch offiziell DDR5 5600 MTS oder DDR4 3200 MTS, könnt ihr wie immer schneller betreiben. 6000, 6400 unter DDR5 überhaupt kein Thema. Ich habe auch gehört, 6800 würde auf jeden Fall gehen, aber ist natürlich auch abhängig vom Mainboard. Und er kostet auch stolze 601,88 Euro bei Mindfactory. Als CPU-Kühlung haben wir eben schon angesprochen, bekommen wir eine Enamax Aqua Fusion ADV 360. Wie der Name schon sagt, eine 360er Wasserkühlung, RGB beleuchteter Pumpenkopf mit so einem leichten Infinity Mirror Design, dann haben wir hier noch drei RGB Luffys mit dabei. Das Teil hat leider nur 2 Jahre Garantie. Finde ich ein bisschen schade, aber die wird danach nicht kaputt gehen. Denke ich nicht. Ich hatte schon mehrere Enamax Wasserkühlungen auch schon bei mir zu Hause in Betrieb über Jahre hinweg. Habe die dann ausgebaut, ein Jahr lang liegen lassen, an Kollegen verschenkt. Bei dem läuft die immer noch. Das passt schon soweit. Ich wäre sehr wahrscheinlich bei dem Prozessor schon auf eine 420er gegangen oder vielleicht auf eine Arctic, aber die wird schon funktionieren. Für den normalen Gaming-Betrieb und Streaming und so ist das okay. Wenn ihr den Prozessor jetzt hochprügelt die ganze Zeit mit Cinebench oder so, dann packt ihr das auch nicht mehr. Aber für den allgemeinen Betrieb ist das schon okay. Und die kostet 113,91 Euro bei T-Shop. Das Mainboard ist ein Asus ROG Strix Z790-F Gaming Wi-Fi.
Das hat natürlich den Sockel 1700, muss bei dem Prozessor auch sein. Das heißt, ihr könnt darauf 12.000er und 13.000er Prozessoren betreiben. Hat schon den aktuellen Z790-Chipsatz. Bedeutet für euch, wenn ihr selber baut, dann bräuchtet ihr kein BIOS-Update machen, wenn ihr dann 13.000er draufschmeißt. Das funktioniert einfach out of the box. Es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Board. Die Strix-Reihe von Asus, das sind allgemein ziemlich gute Boards. Es hat gekühlte Spannungswandler, 4 RAM-Bänke. Hier kann eine SSD verbaut werden. Hier unten können noch 2 weitere SSDs verbaut werden. Hier kommt die Grafikkarte rein, dann habt ihr noch Erweiterungen. Slots für Capture Cards und ähnliches. Hier kann, denke ich, auch noch eine SSD verbaut werden. Man sieht das hier an den Schrauben. Was die Anschlüsse angeht, haben wir 7.1 mit Toslink, WLAN, Bluetooth-Antennenanschluss, Netzwerkanschluss, zweimal USB 3.2, USB Typ C ist auch noch mit dabei, viermal USB 2.0, viermal USB 3.0, ein Flash BIOS Button und ein Clear CMOS Button. Das bedeutet für euch, wenn das BIOS sich mal aufhängt, weil ihr irgendwas übertaktet habt, drückt ihr einfach nur diesen Knopf, dann wird das BIOS auf die Grundeinstellung zurückgesetzt und dann habt ihr auch erstmal keine Probleme mehr. Und halt die Onboard-Grafikanschlüsse, HDMI und DisplayPort. Das ist schon ein Monsterboard. Das hat schon viele Anschlüsse. Gut, die Onboard-Grafik könnt ihr hier sowieso nicht benutzen, in Kombination mit dem Prozessor, der hier verbaut wird. Aber das ist schon ordentlich. Erwartet man in so einem System natürlich auch. Das ist auch zum Overclocken geeignet. Das Mainboard ist auf jeden Fall eine gute Wahl. Und das kostet 489,90 Euro bei Quipper. Was den Arbeitsspeicher angeht, bekommen wir Kingston Fury Beast RGB DIM Kit 32 GB DDR5 6000 MTS. Es ist ein Dual Kit. Das stand hier auch im Text drin. Also es sind nicht 4 Stück, sondern leider nur 2. Das ist nicht sonderlich schlimm, aber auf dem Bild wird halt suggeriert 4 Stück. Ihr kriegt halt eben nur 2. Ansonsten 32 GB. In der Preisklasse, also ist okay, dass es drin ist. Ich würde mir 64 reinbauen, auf jeden Fall, wenn nicht sogar noch mehr. Wer es jetzt braucht, also 32 GB zum Zocken, reicht das sowieso dicke. 6000 MTS, ja gut, kann man machen. Die sind auf jeden Fall über der Spezifikation von Intel. 6400er wäre noch ganz geil gewesen, 6800er wäre richtig nice gewesen. Aber gut, jetzt ist es hier halt so. Leider nur CL40. Da wurde ich auch nachgefragt im letzten Video. Je geringer die Zahl hinter CL, desto schneller ist der RAM. Das gibt nämlich unter anderem die Zugriffszeiten in Nanosekunden an. Ansonsten ist es immerhin Dual-Channel-RAM, 32 GB, okay, habe ich gerade drüber gesprochen. Ein bisschen RGB-Beleuchtung ist auch mit dabei. Qualitativ ist er auch okay. Und er kostet 176,99 Euro bei ComputerUniverse.net. Die Grafikkarte ist eine KFA 2 GeForce RTX 4090 SG Einklick OC 24 GB GDDR6X. Hier wissen wir sogar, was wir bekommen. Und die 4090, wie wir alle wissen, ist aktuell die stärkste Grafikkarte, die ihr kriegen könnt. Dass es jetzt eine KFA 2 ist, ist nicht schlimm. Natürlich gibt es auch welche von Asus und so. Die haben nochmal ein anderes Design. Ist eine Geschmacksfrage. Leistungstechnisch haben die nicht so krasse Unterschiede. Aber guckt euch den Brocken mal an. Also ich finde es so hübsch. Ich weiß nicht, was ihr dazu sagt. Ich finde es so hübsch. FPS ist dazu natürlich wie immer unten in der Videobeschreibung, aber in Kombination mit dem stärksten Prozessor, den Intel gerade anbietet, neben dem KS natürlich, ist das auf jeden Fall ein sehr, sehr leistungsstarkes System. Die schraubt sich auch locker flockig 450 Watt rein. Da kommen wir auch später nochmal zu, weil das Netzteil, was hier drin ist, ist auf jeden Fall auch noch eine gute Wahl. Und die kostet 2099 Euro bei eBay via Mediamarkt. Und dann sind wir auch schon beim Netzteil. Wir bekommen hier ein Seasonic Prime GX 1300. Das hat 12 Jahre Herstellergarantie, ist 80 plus Gold zertifiziert. Naja gut, in der Preisklasse hätte ich mir Platinum gewünscht, aber hier ist es jetzt halt Gold und Vollmodular. 1300 Watt für das System schon viel, ja, aber auf jeden Fall gut gewählt. Ich wäre jetzt mit einem 1000er gegangen, 1300 geht aber auch, es ist Vollmodular. Geht euch eigentlich nichts an, ihr kauft ihn ja sowieso fertig. Also auf jeden Fall ein gutes Netzteil, kann man nicht meckern. Aber jetzt seht ihr zumindest, wenn die Grafikkarte 450 Watt verbraucht und der Prozessor bis zu 300, sag ich mal, da seid ihr da schon bei 750 Watt. Da sind die anderen Komponenten noch gar nicht mit drin. Weil natürlich das Mainboard verbraucht ein bisschen was, der RAM verbraucht was, die Wasserkühlung, die Lüfter, die RGB-Beleuchtung. Ne? Wenn man das alles so zusammenrechnet, kommt man so, denke ich mal, auf bummelig 850, 900 Watt. 1300 ist ein bisschen hochgegriffen, geht aber. Und das kostet 219,80 Euro bei Notebooks billiger. Die SSD ist eine Mega Electronics Fastro MS200 SSD 2 TB. Ich finde 2 TB auch in diesem Preissegment ein bisschen mager. So 4 hätte ich mir schon gewünscht und dann vielleicht auch noch eine schnellere, weil die hat eine Lesegeschwindigkeit von 3400 MB die Sekunde und eine Schreibgeschwindigkeit von 3000 MB die Sekunde. Das ist jetzt nicht schlecht, für den normalen Zocker reicht das, aber ich erwarte halt was anderes in dieser Preisklasse. Wenn die jetzt in so ein System reingewandert wäre, was weiß ich, für 3000 Euro oder was, hätte ich gesagt, ja gut, why not, immer noch ein bisschen wenig Speicher, aber eigentlich qualitativ okay, von der Geschwindigkeit auch noch okay. Aber eine PCI Express 4.0 Karte hätte es ruhig sein können. Und die kostet 118 Euro bei Mindfactory. Und selbst in diesen teuren Systemen setzen sie immer noch auf HDD-Speicher. Wir bekommen hier eine Seagate Barracuda Compute T 4 TB. Das ist ganz nice to have.
das kann man machen als Datengrab oder so. Ich benutze, was HDDs angeht, hauptsächlich nur noch externe HDDs, die ich dann eben anschließe, Datensicherung mache und dann bin ich fertig damit. Hier ist er halt in dem System drin. Ist jetzt auch nicht die schnellste mit 5400 Umdrehungen, aber gut, fürs Datenauslagern, für ein paar Videos und Bilder und so reicht das. Ich würde euch jetzt nicht empfehlen, da unbedingt ein Spiel drauf zu installieren, weil die Ladezeiten sich dann auf jeden Fall erhöhen werden. Aber ich hätte mir gewünscht, dass das vielleicht auch eine SSD gewesen wäre. Und die kostet 69,95 € bei csvdirekt.de. Ansonsten Blu-ray-DVD bekommen wir nicht, Schnittstellen haben wir eben alle genannt, WLAN ist auf dem Board integriert, Sound natürlich auch, Software. Und hier setzen sie auf Microsoft Windows 10, Professional 64-Bit. Ihr könnt das natürlich upgraden, kostenfrei auf Windows 11, aber sie liefern es erstmal mit Windows 10 aus. Was nicht ganz optimal ist, wegen den Performance- und Efficiency-Kernen, die hier benutzt werden. Windows 10 kommt damit nicht so gut klar wie zum Beispiel Windows 11. Also solltet ihr euer System kaufen, was ich nicht empfehle, aber solltet ihr es kaufen, auf jeden Fall auf Windows 11 upgraden. Und dann wären wir auch schon beim Endergebnis. Hier haben die HDD, die SSD, den Prozessor, den RAM, die Grafikkarte, das Mainboard, das Gehäuse, die Wasserkühlung, das Netzteil und Windows. Und da landen wir beim Gesamtpreis von 4.021,11 €. Das System soll kosten 5.399 €. Wir kennen das schon. Das ist nichts Neues. Ich bin der Letzte, der sagt, ey, du brauchst einen PC, geh nach Hightech. Aber das ist schon happig, ne? Ihr müsst mal überlegen, was ihr für den Preis noch alles gekriegt hättet, für die Differenz. Sagen wir jetzt mal wirklich, okay, ist ein teures System, die Preise schwanken, sagen wir fürs Zusammenbauen 400 € oder was. Bleiben immer noch 1.000 € übrig, knapp. Also, ich weiß nicht, wer vor allen Dingen dieser Laden, den gibt's ja schon länger, ne? Ich weiß nicht, wer da die ganzen Kisten kauft. Gut, die brauchen nicht so viele zu verkaufen. Dubaro verkauft dann 1000 Stück und macht an jedem PC, sag ich mal, einen Huni oder was? Und die verkaufen dann vielleicht nur 100, machen aber an jedem PC 1000er. Kommt aufs Gleiche raus. Also ich find's schon krass. Im Twitch-Chat wurde auch diese Geizhalsliste nochmal für Österreich umgestellt. Da waren wir, also die sitzen ja in Österreich, deswegen. Da waren wir irgendwie 200 € teurer, als jetzt die deutschen Preise sind. Weil einige Produkte sind in Österreich billig, andere sind wiederum teurer. Aber selbst dann wäre der Aufpreis immer noch nicht gerechtfertigt. Rein technisch gesehen ist es nicht so schlecht. Die HDD hätten sie wegsparen können, größere SSD reinmachen können. Aber Mainboard passt zur Grafikkarte und Prozessor und so. Die Wasserkühlung ist auch irgendwo noch okay. Das Gehäuse ist Geschmackssache. Das Netzteil ist ausreichend bestückt und so. Das ist schon alles irgendwo in Ordnung. Aber dieser Preis, ey, es ist Wahnsinn. Ist nichts Neues für euch. Ihr kennt die Hightech-Videos. Aber ihr wolltet es sehen. Ich habe es jetzt gemacht. So einmal im Monat können wir das natürlich auch bringen, damit wir auf dem aktuellen Stand sind. Also ich würde ihn auf jeden Fall nicht empfehlen. Ich denke mal, wenn ich jetzt diese Liste, die ich jetzt hier gehabt habe, für 4.000 €, wenn ich die jetzt, sage ich mal, Roto schicken würde, ganz bummelig, käme der da irgendwo auf 4.300 oder so raus. Bin ich mir relativ sicher, dass er da irgendwie sowas zusammenrechnet. Und was ihr natürlich auch nicht vergessen dürft, das wollte ich noch sagen, die haben andere Einkaufspreise. Wir rechnen hier mit Endkundenpreisen, die haben andere Einkaufspreise. Die kaufen ja nicht einen Prozessor. Die kaufen dann, gut, bei dem jetzt vielleicht 50 Stück oder was, aber die kriegen auf jeden Fall bessere Einkaufspreise. Deswegen lasst es am besten sein. Ich lasse es jetzt auch irgendwie mit einer Alternative. Wer danach suchen möchte, was weiß ich, Krotos, Dubaro, überall kriegt ihr die Dinger, aber nicht für so einen Aufpreis. Gut, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst ein Däumchen nach oben da, abonniert den Kanal, falls ihr es noch nicht gemacht habt. Schaut auch gerne auf Twitch vorbei. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao, ciao.